Hey und willkommen zum zweiten Part von 60 Seconds. Bewertet den Part, denn der ist ziemlich dufte. Und viel Spaß. Hey, wer bist du denn? Na, du kleiner Fratz. Ja, wenn ihr die erste Folge nicht gesehen haben solltet, dann schaut sie euch an, denn da wird alles erklärt. Ich nehme die mit und da die so fett ist, beleg die... Jetzt geht's. Was war das denn bitte? Beleg die 3 Slots. Ich kann immer 4 mitnehmen und muss dann ganz schnell zum Bunker rennen. Gut, Timmy, wo bist du? Du bist ja auch direkt hier. Ja, geil, Alter. Coole Sache. Ja, vielleicht ein bisschen schneller. An sich geht's mir gar nicht so gut. Also, ich habe das Gefühl, ich habe hier gerade gar nichts mitgenommen. Alter, ach so. Darauf bezieht sich das mit den Spielen. Die wollen ja ständig irgendwelche Ablenkungen haben und das konnte ich denen gar nicht bieten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, ich hab nichts zu essen dabei, das ist doch nicht wahr. Tag 1. Ja genau, eine Suppe. Das ist doch, das ist nicht wahr. Was soll ich denn damit jetzt bitte anstellen? Wir sind sofort tot. Wir müssen instant raus, irgendwas finden und dann, ja, gucken, wie wir klarkommen. Wir haben im letzten Moment die Bunkertür geschlossen. Danach kam es zur Explosion. Wir hatten Glück. Es wird klappen. Wir sind alle am Leben und können zusammen weitermachen. Wir haben gehört, dass die Dosensuppe schmackhaft und nahrhaft ist. Ja! Ja! Vielleicht ein bisschen zu viel Euphorie, aber an sich war das schon sehr authentisch. Wir haben total vergessen, dass wir eine Weile her einige Sachen in den Bunker hineingeworfen haben, weil wir draußen keinen Platz mehr dafür hatten. Ach, das ist die Suppe. Warum gibt es das? Weil ich zu wenig mitgenommen habe? Ist das eine Glückskomponente? Kann das einfach passieren? Ich weiß es nicht. So, eine Axt? Die Regale unseres Bunkers sind gefüllt mit Dosen. Wir werden von den Dosen essen. Wir werden auf ihnen schlafen und wir werden mit ihnen sprechen. Klingt gesund. Manche von uns machen es schon. Am ersten Tag, was? Das kann was werden. Es gibt kaum genug Wasser und wir sind gezwungen, es strikt zu rationieren. Wir haben nie zuvor einen so gut ausgestatteten Bunker gesehen. Eigentlich haben wir noch nie einen Bunker gesehen. Ja, ich auch nicht, glaube ich. Aber das ist ja auch egal. Stimmt. So, und der Tipp, der am allermeisten unter dem letzten und dem ersten Part stand, war: Bitte, Manuel, gib den Leuten nur alle 5 Tage was zu essen und zu trinken. Denn das scheint zu reichen. Dazu gab es dann noch die Info, dass scheinbar ein Erwachsener immer überleben muss, weil sonst ist es halt vorbei. Und das bedeutet, ich schicke erst Timmy und dann Agathe raus. Oder andersrum. Genau. Stellt euch mal vor, ich schicke ihn raus, dann sie und dann einen von den beiden und der andere ist dann krank und dann kommt der nicht zurück und er stirbt. Eventuell ist es besser, die sofort rauszuschicken, damit ich öfter Leute rausschicken kann. Aber nee, erstmal die Kinder und dann können die Erwachsenen das probieren. Zum Teufel, gerade haben wir uns daran erinnert, dass wir in 2 Monaten eine Reise in den Süden geplant haben. Wenn dort noch nicht alles zerstört wurde, dann ist der Ausflug immer noch aktuell, oder? Seid ihr dumm? Tag 2. Wir sind beeindruckt, wie gut Mary Jane zurechtkommt. Heute geht es ihr gut. Timmy geht es gut. Oder zumindest war es vor 5 Minuten. Der Fall? Angesichts der schwierigen Lage ist Dolores ziemlich ruhig. Hört ihr das? Nein? Vielleicht, weil keiner etwas sagt. Schon seit Stunden ist kein Wort gefallen, kein einziges. Wir können nicht nur die Wände anstarren, wir müssen etwas tun. Und ich habe kein Radio. Oh. Tag 3. Hey, was ist denn mit... Was war denn mit ihr los? Alter. Vielleicht werden wir unsere Nachbarn in ihrem Bunker hören können, wenn wir uns etwas anstrengen. Mary Jane ist wirklich durstig. Sie muss unbedingt trinken. Mary Jane ist ziemlich müde. Ein wenig Wasser? Timmy wird es nicht verachten. Timmy ist sehr müde. Dolores möchte ein bisschen Wasser. Nee. Sorry. Dolores ist wirklich müde. Ted sollte etwas trinken. Ted ist wirklich müde. Nee, ich warte 5 Tage, genauso wie ihr es geschrieben habt. Oh. Wen schicke ich denn raus? Ich kann niemanden raus... Hä? Was? Warum geht das nicht? Hä?
Also mit ihrem Gesundheitszustand kann das doch gar nichts zu tun haben, oder? Tag 4. Mary Jane fällt immer in Ohnmacht. Wir müssen für sie sofort etwas zum Trinken finden. Timmy ist in sehr ausgezehrtem Zustand. Er braucht Wasser. Jetzt. Ohne Wasser wird Dolores nicht mehr lange aushalten. Ted sieht so aus, als ob er mit einem Bein im Grab stehen würde. Wir müssen für ihn unbedingt etwas zu trinken finden. Normalerweise würde ich jetzt sagen, ja okay, mach ruhig, aber ich gebe nur Ted etwas. Weil, wenn jetzt gleich alle sterben, dann ist scheiße. Dieses Geräusch überrascht und verwirrt uns immer. Es kann absolut alles, sowohl Gutes als auch Böses bedeuten. Aber wir sind immer neugierig. Sollten wir die Tür aufmachen? Ja, mach mal. Bin ich jetzt tot? Ist das Spiel vorbei? Tag 5. Hey, alle leben! Und sie ist... Oh. Scheiße. Es war gefährlich, die Tür zu öffnen. Es sieht danach aus, dass wir jetzt von einer Krankheit befallen sind. Der Husten bringt uns auf die Palme. Mary Jane fällt immer in Ohnmacht. Timmy ist ausgezehrt. Okay. So, dann kriegst du jetzt erstmal Heilung. Scheiße, geht nicht. Und... Tolle Sachen. Ja, viel Spaß damit. Geht einer raus? Nein, natürlich nicht. Tag 6. Unter diesen Umständen sind alle ruhigen Tage Gold wert. Zum Glück hat heute Mary Jane nichts Neues erlebt. Nichts Neues bei Timmy. Dolores scheint okay zu sein. Ja, sieht nicht unbedingt danach aus, aber wenn du meinst, dann ist gut. Wenn wir von hier rausgehen könnten, würden wir es ohne zu zögern tun. Im leeren Bunker mit eingeschränkten Vorräten zu sitzen, treibt uns in den Wahnsinn. Ja, und in den Tod. Tag 7. Dolores? Also ich glaube, du machst nicht mehr so lang. Schade. Echt schade um dich. Solange wir sicher sind, haben wir nichts dagegen, hier zu bleiben. Wir sind beeindruckt, wie gut Mary Jane zurechtkommt. Es ist höchste Zeit, jemanden zu wählen. Ja, aber es geht ja nicht. Mann, warum? Scheiße. Tag 8. Und schon betteln wieder alle nach Wasser. Ach, scheiß drauf, komm mal, da ist mir egal. Dann hier weiter, tschüss. Tag 9. Ted bekommt was zu essen. Und weiter. Oh oh. Was, warum sind da Schlafgeräusche? Unwissenheit kann ein Segen sein. Ein weiterer Tag ohne die neuesten Nachrichten wird uns nicht töten. Ted hat sich erholt. Hey, schön für dich, Ted. So, jetzt kriegt ihr nur Sachen. Wasser ist nicht mehr viel da, ich glaube. Wir sind gleich tot. Oh, ich kann ihn rausschicken mit einer Axt, Alter. Oder einer Maske oder einer Karte. Okay, also mit der Karte kommt er wahrscheinlich ein bisschen früher zurück oder so. Und das sollte ich eventuell auch... Ja, das mache ich. Es kann sein, dass es jetzt gleich vorbei ist, weil wenn er weg ist und Dolores stirbt, dann Tag 11. Ist Schicht im Schacht. Ted ist nach oben gegangen. Wir hoffen, dass er bald zurückkehrt. Tag 12. Sie lebt! Ja! Nach all diesen Tagen, die wir hier verbracht haben, müssen wir zugeben, dass wir nicht sonderlich sauber sind. Wir stinken. Sehr. Es hat uns nicht gestört, bis es uns bewusst geworden ist. Und jetzt ist uns übel. Warum sollten wir uns doch nicht waschen? Wir haben zwar keine Seife mitgenommen, aber es muss doch Alternativen geben. Nee. Ist mir egal. Stinkt halt. Tag 13. Nein! Nein, es ist genau das passiert, was ich vermutet hatte. Sie werden krank. Scheiße. Oh Gott. Tag 14? Ja! Hey! Alter, steck den bitte nicht an. Der ist noch gesund. Das Schmieden von langfristigen Plänen ist normalerweise keine dumme Idee, aber im Moment ist die Frage, wie wir die Wasservorräte aufteilen sollen, wesentlich interessanter. Unser armes Häuschen war vollständig vernichtet. Unsere Verzweiflung lässt sich nur schwer in Worte fassen. Wo werden wir wohnen, wenn es uns endlich gelingt, diese Situation im Griff zu bekommen? Das Schicksal wird doch nicht so grausam sein, um uns nach Toronto zu verbannen, wo die Schwester von Dolores lebt. Oh nein, das wäre scheiße. Ja, unter Mary Janes Schreibtisch haben wir einfach Suppendosen gefunden, genau. Und Wasser, ja! Das war echt gut. So, Tag 14, normalerweise müsste doch Ted jetzt... Ted knurrt der Magen. Nee, okay, dann braucht er jetzt nichts zu essen und ich drück weiter. Tag 15. Also, es wundert mich einfach, dass Dolores zum Beispiel noch lebt. Alter, ihr bekommt jetzt alle was zu essen. Alle. Auch Ted. Nice, Alter. Euch geht's wieder dufte.
Ja, wer soll nach draußen geschickt werden? Natürlich Mary Jane. Selbstverständlich. So, was nimmst du mit? Ich würde sagen, eine Axt. Ja, die darfst du haben. Denn das Ding ist, wenn sie jetzt mit der Axt draußen rumlungert und wir angegriffen werden, falls das passieren kann, dann habe ich immer noch die schöne Waffe da hinten. Timmy sieht Flanny so aus, du bist ein starker Junge. Tetatunga, du hast doch gerade... Dolores war letztens nicht besonders gesprächig. Es wäre gut, sie zu fragen, was los ist. Ja, sie ist krank? Alter, ist der Dull. Tag 17. Dolores hat nach dem ehrlichen Gespräch unter vier Augen ein bisschen aufgeatmet. Sie fühlt sich viel besser. Nein, wenn wir nichts gegen Timmys Krankheit tun, wird es immer schlimmer werden. Doch scheiße. Ah ja, wieder eine Insektenplage und dafür habe ich natürlich... Das hier. Geil, Alter. Insektenspray rettet den Tag. Tag 18. Ihr seht nicht unbedingt fröhlich aus. Wenn es etwas gibt, was die Spinnen von uns und unseren Möbeln fernhalten könnte, dann wäre es der Insektenspray. Was ist das? Während dieser Operation haben wir eine Wasserflasche, die in einer Ecke versteckt war, gefunden. Oh, cool. Dolores möchte einfach ein bisschen Wasser. Ja, Pech. Tag 19. Oh, hey! Lebt ihr noch? Hallo? Ich glaube, die ruht sie nur aus. Dann ist ja gut. Ich dachte schon, die wäre tot. Die Krankheit hat sich plötzlich entwickelt. Husten, Fieber, Schmerzen im Brustkorb. Sie hat es nicht geschafft. Komm zurück, Jack! Das Überleben unter der Erde ist kein Zuckerschlecken. Und es wird sich wohl auch nicht in diese Richtung entwickeln. Wir geben uns jedoch der Illusion hin, dass früher oder später alles wieder normal sein wird, weil sonst wir wohl mit Gefahren werden kämpfen müssen, von denen wir nie zu träumen gewagt haben. Tag 20. Ihr seid solche abgeranzten Säcke. Okay, ihr kriegt was zu essen, ja! Wir gehören nicht zu den Fans seltsamer Gerüche. Doch als unsere Nasen den Brandgeruch wahrgenommen haben, ist uns sehr schnell bewusst geworden, wie sehr wir das Aroma es brennt mir nicht liebe Feuer. Aroma es brennt mir nicht liebe Feuer. Okay. Wir müssen es schnell löschen und unser Hab und Gut retten. Och nee. Ich hab doch nichts. Was? Wir haben nicht ausreichend Zeit, um alles zu retten. Was ist uns wichtig? Und das sind dann Sachen, die verbrennen können, oder was? Aber davon habe ich ja nichts. Fehlt jetzt hier was? Tag 21. Ja! Hey! Cool! Sie hat's überlebt! Wie auch immer sie das geschafft hat. Wir sind in Richtung der Flammen gerannt und haben versucht, sie so schnell wie möglich zu löschen. Wir haben die ersten Anzeichen des Feuers gelöscht, bevor es sich verbreitet hat. Uff, das war knapp. Das Polizeirevier hat die Apokalypse überstanden und ein paar Polizisten waren noch am Leben. Zwar haben wir keinen erkannt, aber alle hatten vorgeschriebene Uniforme und Abzeichen. Ja, und dadurch haben wir eine Suppe bekommen. Cool. Und ein Wasser. Wer soll nach draußen geschickt werden? Natürlich Timmy, dem geht's doch gut. Tschüss, Timmy. Tag 22. Ach so, Timmy ist gerade eben nur kurz nach draußen gegangen, um das Telefon anzuzapfen und dann einen Anruf anzunehmen. Und welche aus der Nachbarschaft haben sich vorgestellt? Und dann war die Leitung tot. Ja, geil. Draußen herrscht eine unheimliche Stille. Vielleicht ist es ganz sicher dort, vielleicht aber auch nicht. Ja, komm, Timmy, geh raus. Geh einfach raus. Tag 23. Warum lebt ihr noch? Timmy ist seit einem Monat krank. Was ist denn das? Timmy geht raus und nimmt die Karte mit. Tag 24. Mit großer Sehnsucht erinnern wir uns an all diese kleinen Sachen, die wir gemacht haben, als vom Himmel noch keine Bomben gefallen sind. Jedenfalls nicht auf unsere Köpfe. Das ist ein schönes Bild. Tag 25. Tag 26. In der Nacht haben wir irgendwelche verdächtigen Geräusche hinter unserer Tür gehört. Als wir morgen rausgeschaut haben, haben wir da einen Lederkoffer gesehen. Es stand weder eine Adresse noch ein Name drauf, aber wir sind ziemlich sicher, dass er für uns bestimmt ist. Sollen wir ihn öffnen? Also wenn da jetzt eine Bombe... Ach komm, ist mir egal. Go. Weh, da ist eine Bombe drin oder sowas. Tag 27. Oh! Oh! Ja, gut, dass es dich getroffen hat. Das freut mich. Verdammt! Das Geschenk war ein Prank und eine getarnte Bombe. Da war echt... Das war ein Witz.
Als ob da eine Bombe drin war. Innen war nichts drin, außer irgendwelcher Plunder. Und als wir den Koffer geöffnet haben, ist er explodiert. Ist jemand verletzt? Ja. Mary Jane. Das ist nicht gut, oder? Fuck. Tag 28. Tag 29. Hä? Timmy ist... Was ist denn mit Timmy passiert? Und ich glaube, ich hätte Mary Jane füttern müssen. Scheiße. Mary Jane ist ausgerastet, als sie erfahren hat, dass sie kein Wasser mehr bekommt. Sie ist aus dem Bunker gestürmt und hat gebrüllt, dass wir es bereuen werden und dass sie sowieso Wasser kriegt. Jetzt haben wir Angst. Ja, ich habe eine Kanone, also was willst du von mir? Wir hatten Angst um Timmy, aber er ist aus dem Ödland wohlbehalten nach Hause. Im Supermarkt waren ein paar Räuber, aber Timmy konnte sich rausschleichen und hat dann 4 Dosen mitgenommen. Ey, du bist der Beste! Und 6 Wasserflaschen! Er ist der Babbo. Dazu dann noch eine Taschenlampe. Die Landkarte ist irgendwie kaputt gegangen. So, ihr bekommt alle was zu essen. Auch Timmy, das hat er sich verdient. Oh, irgendwer muss raus. Ja, aber das kann ich ja nicht machen. Ihr habt gesagt, wenn ein Erwachsener weg ist oder fehlt oder so, dann ist vorbei. Aber eventuell muss der halt echt ersterben. Ja, genau, wenn er nicht zurückkommt, dann wäre vorbei. Aber das mache ich nicht. Nee. Oh, wir haben kurz die Bunkertür geöffnet und dann wurden wir angeknurrt. Und jetzt entweder die Taschenlampe oder die Waffe. Oh, ich baller einfach rein. Scheiße, ey. So, was war das? Tag 30. Jetzt ist er auch noch verrückt geworden. Oh. Ein schneller Schuss aus dem Gewehr hat gereicht, um das Geschöpf, das in der Dunkelheit gelauert hat, zu verjagen. Es ist nie zurückgekommen. Tag 31. Ja, wir haben einen Brief bekommen von irgendwelchen anderen Überlebenden, die meinen, dass wir unbewaffnet mal kurz rauskommen sollen. Und den einzigen, den ich auswählen kann, das wäre der Erwachsene. Das mache ich doch nicht. Nee, vor allem habe ich Wasser. Ich habe Essen. Es geht uns soweit ganz gut. Tag 32. Oh. Oh, fuck. Timmy war sehr krank. Wir konnten ihm nicht helfen. Gestern in der Nacht hat er sich davon gemacht und ist nicht zurückgekommen. Ach, er lebt noch. Ja, nice. Er wurde sich wohl dessen bewusst, was für unverantwortliche Eltern wir sind. Tag 33. Tag 34. Okay, du kriegst wieder ein bisschen was zu essen. Wie viel ich hab. Expedition, kannst du... Oh, kannst du knicken. Ja, die wollen handeln. Was? Da klopft jemand. Und dann will er tauschen. Er bietet Wasser an und will dafür irgendwelche anderen Sachen. Was kann ich denn entbehren? Also die Taschenlampe nicht. Karten, das weiß ich nicht. Die hat eh nie einer benutzt und er ist eh alleine. Also ja, nimm ruhig die Karten. Tag 35. Tag 36. Wenn er doch nur nicht verrückt wäre. Dafür braucht man ein Radio. Ich glaube, das hilft enorm. Tag 37. Tag 38. Tag 39. Tag 40. Ted hatte immer ein gutes Herz. Uns hat also nicht gewundert, als wir ihn beim Füttern einer ekelhaften fetten Kakerlake mit unseren Vorräten erwischt haben. Sag mal, bist du bescheuert? Ja, geil, minus 1. Tag 41. Tag 42. Tag 43. Tag 44. Tag 45. Tag 46. Tag 47. Tag 48. Was soll dieser Krach bedeuten? Oh nein, etwas oder jemand ist unter uns. Das einzig Vernünftige wäre unten zu gehen. Das einzig Vernünftige wäre unten zu gehen. Und zu prüfen, was das ist. Vielleicht können wir diesen Einsteigschacht in der Ecke benutzen. Ja, toll. Soll er sich wehren können oder soll er alles sehen können? Scheiße. Ne Taschenlampe, komm. Tag 49. Wer hätte das gedacht, dass es unter unserem Haus einen geheimen Weinkeller gibt? Dank unserer Taschenlampe haben wir Flaschen gefunden. Ja, plus 2 Wasser. Unser Mülleimer wird immer ekelhafter. Die gute Nachricht ist, dass wir den Appetit verlieren, wenn wir ihn angucken. Wir sparen also am Essen. Nein, er wird bestimmt krank. Bitte nicht. Bitte nicht, bitte nicht. Tag 50. Oh Gott sei Dank. Oh nein, eine radioaktive Kakerlake. Scheiße. Scheiße, guckt mal, wie groß dies etwas ist. Und nur läuft ein nächster, noch größerer Kakerlakeninvasion. Wir sind verloren.
Okay. Das Klopfen an unserer Tür könnte Probleme bedeuten. Nach einem kurzen Gespräch mit dem Menschen an der anderen Seite der Tür hatten wir beschlossen, diese zu öffnen. Es stellte sich heraus, dass dies nur eine Gruppe von älteren Frauen war, die zusammen Tee getrunken hatten, als die Bombe eingeschlagen hatte. Wir wollten höflich sein und öffneten die Tür. Sofort fielen die alten Schabracken mit Regenschirmen, Stäben und sogar mit etwas, was wie ein mit Dorn gespicktes Tischbein aussah, über uns her. Wir müssen zurückschlagen, also Attacke. Ein Schloss? Bringt das noch was? Nee, ich nehme einfach die Waffe, komm. Oh oh, Tag 51. Ein paar Schüsse reichten aus, um diese Angsthasen zu vertreiben. Ach so, ich dachte schon, ich hätte die alle umgebracht. Aber was passiert, wenn uns beim nächsten Mal die Munition ausgeht? Oder das Gewehr klemmt? Ja, Kacke. Es ist kaputt. Tag 52. Wie lange lebe ich? Das hätte ich einfach nie gedacht, am Anfang nie. Tag 53. Ende? Was? Hallo? Was war das denn jetzt? Jetzt sag mir nicht, er ist einfach getürmt, weil er verrückt war. Ted hat es nicht geschafft, den ihm ergreifenden Wahnsinn zu bekämpfen. Es sieht so aus, dass er den Ratschlag seiner Sockenhandpuppe folgend heute den Bunker verlassen und sich in eine unbestimmte Richtung begeben hat. Wir hoffen, dass Ted und seine grausame Handpuppe zusammen viel Spaß haben werden. Den Weltuntergang zu überleben ist eine schwierige Aufgabe. Davon können wir ein Liedchen singen. Wir haben 54 Tage überlebt. Alter! Oh Mann! Mann! Ja, aber ich bin so weit gekommen. Das ist so heftig. Ihr seid gestorben. Ach, scheiße. Okay, das war's dann mit dem Part. Am besten bewertet ihr noch das Video und dann sehen wir uns bald wieder. Tschüss, bis dann.